Guck mal, ich habe das versucht mit dem Frieden. Die andere Seite wollte daraus wieder ihre Spiele machen, weil die leben ja nur noch im Internet. Deswegen schwamm drüber über alles, was ich gesagt habe. Alles Vergangenheit. Und ja, generell noch ein paar Worte hier. Jetzt direkt an dich, böse Mann. Ne? Hier übers Internet. Deine Lieblingsplattform, auf der du am liebsten stattfindest. Ne? Oder gerne irgendwelche Ansagevideos droppst, dass du die einzige Unterwelt bist in Deutschland und dass alle anderen nicht in der Hip-Hop-Szene existieren, außer du. Ne? Du, die Unterwelt, der mit Zinkern gemeinsame Sache macht, mit offiziellen Kronzeugen. Wunderbar. Du bist die wahre Unterwelt. Wir scheißen uns alle vor dir in der Hose. Aber richtig. Wir haben alle einen Stift in der Hose. Guck mal, da ging es mir schon vor 10 Jahren auf den Sack, als das erste Mal in die Hip-Hop-Szene gekommen bist. Und du gehst mir auch jetzt auf den Sack. Ne? Du hast dir zu viel rausgenommen, ich sag dir ganz ehrlich. Du hast dir zu viel rausgenommen. Das Ding kannst du nicht gewinnen, ich sag's dir. Und das wirst du nicht gewinnen. Hm? Guck mal, bei mir war einfach, ich habe mich hier breitschlagen lassen, habe ich mit Bero getroffen. Er ist sowieso, Alter, der ist NRW, der ist Köln, der ist von uns. Keine Ahnung, warum der mit dir ist. Ich kann nur an seinen Verstand appellieren, dass er wieder zurückkommt, da wo er hingehört. Und das ist Köln, das ist NRW, das ist unsere Region, das ist OJ Kingpin. Ich hoffe, dass da demnächst die Besinnung kommt. Weil ich habe nichts gegen Bero. Bero ist auch für mich außen vor. Du bist eine linke Parzelle. Machst alles für Internet, für Klicks, für Fame. Warum haben wir nichts gesehen bisher? Du hättest schon längst agieren müssen. Ja, ich weiß, nächste Woche. Nächste Woche geht's los. Nächste Woche, da ist die Sanduhr abgelaufen. Ich weiß, nächste Woche. Guck mal, ich sag dir was. Egal wer von der Straße, die von der Straße sind, die scheißen alle auf dich. Merkt ihr das? Hätte schon viele Ansagevideos gegen dich gegeben, ne? Wenn ich nicht immer gesagt hätte, komm, lass sein. Ne? Glaub mir, du hast dich da an was verrannt, das steht dir nicht. Machst gemeinsame Sache mit Leuten, die über Jungs aus Frankfurt erzählen und mir, wir würden Transen ficken. Mit dem bist du jetzt Best Friend? Stabil. Stabil. Sowas unterstützt du also? Hast du dich für deine Seite bekannt, ja? Dann guck, wie weit du damit fährst. Dann guck mal. Und auch die ganzen anderen Kinder, die kannst du vielleicht beeindrucken, mit irgendwelchen Leuten, die ins Internet kommen, irgendwelche Ansagevideos machen. Mich kann man damit nicht beeindrucken. Ich weiß ganz genau, wer jeder Einzelne ist. Ich weiß, für welche Bagatelle Leute im Knast gesessen haben oder ob die 2 Wochen lang dieselbe Hose getragen haben, nachdem die aus dem Knast kamen. Oder die es nie weiter gebracht haben als bis zum Prospekt. Ich weiß über alles Bescheid. Aber ich brauche auch niemanden. Guck mal, am Ende des Tages, ihr könnt morgen kommen hier mit 10 Mann, mich angreifen. Kein Problem. Ist nicht die erste Schlacht, die ich geschlagen habe. Aber ihr denkt die ganze Zeit, ach, ein Deutscher, ne? Mit dem können wir machen. Kein Problem. Vielleicht verliere ich auch. Kann auch passieren. Ich bin ein Mann. Ein Mann verliert auch mal. Aber vielleicht auch nicht. Und selbst wenn ich verliere, ist es damit nicht zu Ende.